Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jurassic Labyrinth. Und zwar heute ist der Kamarasaurus dran und der hat auf jeden Fall einen sehr großen Vorteil, und zwar seine Körpergröße. Er kann, oder er müsste zumindest, über die Wände schauen können und somit den Ausweg aus dem Labyrinth leicht finden können. Aber ob er sich das zunutze macht, das werden wir sehen. Und wie gesagt, einer von euch wird diesen Kamarasaurus auch wieder übernehmen können. Wer das ist, das erfahrt ihr gleich. Wir gucken jetzt erstmal, wie er hier aus dem Tor kommt. Und ja, ihr seht schon den langen Hals. Und er lugt hier auch um die Ecke, versucht uns anzuschauen. Und jetzt kommt er raus mit seiner Größe. Und man sieht aber auch schon, dass er sehr schwerfällig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Nachteil ist. Also er scheint nicht der schnellste Kollege zu sein hier. Und ihr seid sicher sehr gespannt, wer ihn hier von euch bekommt. Und zwar ist das der Tobias Weber mit dem Kommentar, ganz simpel, Hashtag Kamarasaurus. Herzlichen Glückwunsch, Tobias, du übernimmst den Kamarasaurus. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass er trotz seiner Schwerfälligkeit es schnell durch dieses Labyrinth schafft. Immerhin hat er den Vorteil, er kann über die Wände schauen. Vielleicht ist das ein Vorteil, der ihn den Sieg hier bringt. Wir werden das dann gleich erfahren, denke ich. Und ja, ich bringe euch zurück, sobald er dann im Labyrinth ist. Ja, Leute, da bin ich nochmal. Ich habe natürlich eine ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar müssen wir den Kamarasaurus natürlich, wie es sich gehört, in Tobias umbenennen. Und das mache ich jetzt hier auch mal eben. Und ich bringe euch jetzt gleich zurück, sobald er dann im Labyrinth ist. Tobias, ich drücke dir auf jeden Fall jetzt feste die Daumen. Und dann werden wir gemeinsam herausfinden, wie sich der Kamarasaurus im Labyrinth schlagen wird. Bis gleich. Der Kamarasaurus alias Tobias Weber werden jetzt hier gerade vom Helikopter in den Eingangsbereich von dem Labyrinth abgeladen. Und ihr seht schon, die Geborgenheit ist im roten Bereich. Das liegt daran, dass er neben dem Essen und dem Trinken unbedingt noch Artgenossen und ganz viel Wald benötigt, was er hier jetzt nicht hatte. Aber wir wollen mal nicht hoffen, dass ihn das in irgendeiner Form beeinträchtigt hier in seiner Zeit durch das Labyrinth. Und wir werden jetzt gemeinsam herausfinden, wie er sich hier schlagen wird. Und ich hoffe wirklich, er macht sich seine Größe hier zum Vorteil und kann damit eventuell seine Schwerfälligkeit etwas ausgleichen. Wie ihr seht, ich habe hier schon einen Cut gesetzt. Er hat hier wirklich lange, lange Zeit im Eingangsbereich verbracht, so circa 8 bis 9 Minuten. Und das ist ja an sich schon mal ein gutes Zeichen für dich, Tobias, weil das heißt, sein Essen und sein Trinken ist schon mal enorm in den Keller gegangen. Das heißt, er hat auf jeden Fall einen höheren Anreiz, jetzt schnell ans Ziel zu kommen. Aber ihr seht schon, er ist wirklich sehr, sehr schwerfällig und langsam unterwegs. Ich hoffe auf jeden Fall für dich, Tobias, dass er im Labyrinth einen Zahn zulegt. Und ich spule das Ganze jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen vor, bis er dann das Labyrinth endgültig betritt. Unglaublich aber war, das ist jetzt hier wirklich achtfache Geschwindigkeit. Man glaubt es nicht, aber es ist wirklich so. Und wenn er jetzt hier wirklich so durchs Labyrinth läuft, dann sieht das hier ganz und gar nicht gut aus für den lieben Tobias Weber. Naja, wir wollen jetzt hier ja nicht den Teufel an die Wand malen und hoffen natürlich das Beste für dich, Tobias. Wir werden es jetzt sehen. Die Zeit beginnt auf jeden Fall jetzt. Und ihr seht, er legt hier wirklich einen Sprint hin wie Usain Bolt. Natürlich nicht. Er ist wirklich sehr schwerfällig, sehr langsam. Aber vielleicht schafft er es ohne Fehler und dann mit einer einigermaßen guten Zeit. Das werden wir sehen. Aber ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass er die Zeit vom Velociraptor nicht schlagen wird. Also davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Essen, Trinken ist sogar noch relativ hoch dafür, dass er so lange gewartet hat. Und ihr seht ja, die Körpergröße, er könnte über die Mauer gucken. Also verlaufen sollte er sich hier nicht. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, den er hat. Ob er den dann auch nutzen wird, das weiß man halt nicht. Ne? Es kommt darauf an, ob er intelligent genug ist, um das zu nutzen. Aber ich spule jetzt hier natürlich mal ein bisschen vor, weil sonst dauert das hier wirklich viel, viel zu lange. Er hat jetzt hier gleich das erste Drittel geschafft. Das ist schon mal... Ja, es ist okay, nach über 2 Minuten. Also, wir können sagen, er hat nach 2 Minuten 50 Sekunden die Hälfte geschafft. Ja, also das ist eine ganz annehmbare Zeit, denke ich. Und falls er es irgendwie in 5 Minuten 30 Sekunden hochgerechnet schaffen sollte, ist das ja wirklich eine ganz ordentliche Zeit, mit der du auch sicherlich was hier gewinnen könntest, ne? Wenn die anderen sich noch döver anstellen. Also drück auf jeden Fall die Daumen, dass er jetzt ganz wenig stehen bleibt und schön hier durch das Labyrinth geht. Das wird jetzt ja wirklich nochmal spannend. Also gerade dieses Stehenbleiben kann wirklich Zeit kosten. Und natürlich, falls er sich verläuft. Aber das sollte eigentlich bei ihm nicht passieren. Ne? Er kann ja immerhin über die Wände gucken. Was man hier jetzt auch nochmal ganz gut sehen kann. Und ihr seht ja schon, es sind jetzt wirklich schon über 5 Minuten auf der Uhr. Also drück auf jeden Fall die Daumen, lieber Tobias, dass er jetzt nochmal einen Zahn zulegt. Er muss jetzt hier wirklich nochmal alles geben, um schnell ins Ziel zu kommen. Ja, er wird hier jetzt nochmal ganz langsam.
bleibt jetzt sogar hier an der Ecke stehen nochmal. Aber er scheint genau zu wissen, wo das Ziel ist. Also er guckt zumindest genau in die Richtung. Nur fehlt ihm, glaube ich, die Motivation und Kraft, dort schnell hinzukommen. Ich spule das Ganze jetzt auf jeden Fall nochmal vor. Ihr seht ja, er stampft hier wie so ein ganz, ganz alter Elefant vor sich her. Also ist wirklich nicht schnell und motiviert, hier eine gute Zeit hier aufs Parkett zu legen. Jetzt bleibt er hier auch nochmal an der Ecke stehen, schaut sich um. Und wir gucken uns jetzt den Endspurt definitiv hier in Realtime an. Er ist jetzt bei 7 Minuten und 10 Sekunden und stampft hier vor sich her. Ich bin sehr gespannt, ob er es hier unter 8 Minuten schafft. Sollte eigentlich drin sein, wir werden es sehen. Ja, das sollte er eigentlich locker schaffen. Also wenn er es über 8 Minuten schafft, dann hat er hier wirklich nochmal auf den letzten Metern richtig rumgetrödelt. Aber man weiß ja nie, ob er jetzt hier wie die anderen Teilnehmer auch nochmal stehen bleibt und nicht über die Ziellinie läuft. Aber es sieht ganz danach aus, Leute. Also er guckt auf jeden Fall zum Futter, bleibt hier aber stehen, genau wie die anderen. Das scheint hier wirklich ein Phänomen zu sein, was jeder macht. Ich bin gespannt, ob es irgendwann einen Teilnehmer geben wird, der nicht stehen bleiben wird hier auf der Ziellinie. Aber es wird hier sogar jetzt ganz schön knapp mit den unter 8 Minuten. Kann er es hier schaffen? Kann er hier die Schwanzspitze unter 8 Minuten über die Ziellinie befördern? Nein, kann er nicht. Oh, 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 da hat er nochmal viel, viel Zeit am Ende gelassen und hat damit eine Endzeit von 8 Minuten, 3 Sekunden und 14 Hundertsteln und ist damit momentan auf Platz 3, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das werden wir gleich sehen, wenn er dann in die Tabelle eingetragen wird. Ihr seht, die Hunger- und Durstleiste ist noch gar nicht so weit runtergegangen, das geht noch. Es scheint also ein Saurier zu sein, bei dem diese Leiste wirklich nicht schnell sinkt. Das ist, denke ich mal, ein großer Nachteil. Aber nichtsdestotrotz, lieber Tobias, hast du hier das Labyrinth mit Bravour gemeistert und hast dir auf jeden Fall deinen Teilnehmer-Snack verdient, den du dir gleich gönnen kannst. Und deine Zeit wird natürlich in die Tabelle eingetragen. Und falls ihr auch mal einer der Saurier sein wollt, die hier durch das Labyrinth gehen, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Ich werde jetzt den nächsten Saurier auslosen und dann erkläre ich euch natürlich auch, wie ihr dieser Saurier werden könnt. Also bis gleich. Ja, Leute, das war's mal wieder mit diesem Video und ihr wisst, was jetzt ansteht. Wir müssen jetzt den nächsten Dinosaurier auslosen, der durch dieses Labyrinth muss. Und dafür drehen wir natürlich wieder dieses tolle Rad zu meiner Rechten und werden dann rausfinden, wer der nächste Dinosaurier wird, den ihr dann übernehmen könnt mit etwas Glück. Und ich würde sagen, gar nicht lang schnacken, wir drehen das ganze Ding jetzt. Und los. Dreht sich erst, dreht sich erst, dreht sich. Ich bin sehr gespannt. Und... Oh, 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 das wird viele freuen von euch. Sehr, sehr viele. Das ist der Spinosaurus, Leute. Ich habe schon sehr oft gelesen, dass viele von euch an diesem Spinosaurus interessiert sind. Und ich denke, da wird das Interesse auf jeden Fall groß sein. Und ihr wisst natürlich Bescheid, ne? Wenn ihr den Spinosaurus haben wollt, dann müsst ihr einmal Hashtag Spinosaurus in die Kommentare unten schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann der Spinosaurus im nächsten Video. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ihr dürft gerne kommentieren unten. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut.